never taken the subway down to the Bugle. Ah. Guess I'll just have to fight my way through. Das ist der unathletischste, klotzigste Spider-Man, den ich je gesehen habe. Das sind die besten Spinnweben, die ich je gesehen habe. Stimmt, sie sind so dünn und filigran. Sieht das vor allem bei ihm aus wie ein Schlafanzug. Ja. Finde ich. Ja. Aber ich finde, die Spinnenweben sind toll realisiert. Great, I'm making a mess. Spider-Sense. Schön. Leo, wenn du mal spielen möchtest oder so, dann... Nee, ich fühle mich hier ausgeschlossen schon ganz wohl. Hier kommen, nimm einfach beide Controller. Oh yeah. Akimbo Lego Marvel Super Heroes. Das sieht super aus. Das ist wirklich ziemlich cool. Also, ja. Das ist zusammen mit Lego Herr der Ringe wahrscheinlich die coolste Inszenierung, die ich in Lego spielen gesehen habe. Jetzt kann man wechseln. Also wenn ihr jetzt Dreieck drückt. Inzwischen, ja. Spider-Man. Gerade keinen Plan, was mache ich, will wieder Iron Man sein. Nee, ich habe gerade ihn genommen, aber ich kann ja wieder zurückwechseln. Jetzt kannst du wieder zu Iron Man wechseln. Und das dazu Ende Smash. Ihr habt es wahrscheinlich nicht gelesen, aber ihr könnt, wenn ihr sozusagen doppeljumpt, könnt ihr Web-Sling sozusagen um euch. Achso. Ach, wir brauchten sowas. Ja, ich dachte nur. Oh, wie cool. Das ist wirklich cool. Das macht voll Spaß. Heilige Scheiße, bestes Spiel ever. Oh, ich bin hier nur gerade ein bisschen... Ah. Oh mein Gott, ich bin außerhalb der Map. What the fuck? Wie komme ich da wieder? Hör einfach auf, X zu drücken. Achso. Spider-Senses. Oh, was ist hier? Leuchtet irgendwas? Nothing, a little wall crawling won't solve. Kannst du da irgendwas Spider-Man, Spider-Man, do whatever a spider can. Handles like that if you can attach something to it. Is he strong? Listen, but he's got radioactive blood. Frag mich nicht, ich sammle nur Coins an. Ich hab mich zugehört. Nee, ich muss das Teil hier machen. Achso. Kannst nur du das machen? Ja. Und erschlägst Iron Man. Toller Sorry! Held. Ich baue das schon zusammen. Das sieht für was Hulkiges aus. Für Tom ist alles nur Hulkig. Ich fliege. Oh. Unbeabsichtigt. So angry. Must crush stuff. Morgens, wenn er aufsteht. Wenn er sich so den kleinen Zeh an irgendwas rammt, weiß er. Morgen steht er auf, schneidet sich an der Zeitung. Und damit ist der ganze Tag für Bruce Banner gelaufen. Was ist denn das hier? Hier was? Leuchtet irgendwas auf dem Boden. Ja, ich guck mir das mal an. Achso, das ist nur so eine Speicherstation. Achso. Kannst du nicht benutzen? Was denn? Wie soll Hulk die auch benutzen? Das ist auch noch so ein Ding. Achso, also, hier ist das jetzt wahrscheinlich auch kaputt machen. Irgendwie. Nochmal Spidey Senses. Okay. Schon wieder Spider-Sense. God damn it! Sehr finde ich ja, dass Deadpool den Common Sense hat. Ja. Ah, mein Common Sense ist tingling. Oh yeah. Wie Spider-Man den ganzen Kampf trägt. Guck dich das mal an. Ja, wurde hier eingeführt, deswegen soll man ihn wahrscheinlich jetzt spielen. Ist ja auch cool. I don't care. Ich bin Iron Man. Ich finde schön, dass die dann wirklich diese Fähigkeiten so realisieren. Ist halt, wenn es typischerweise wieder irgendwie 20 Millionen Charaktere gibt, bin mal gespannt, wie das bei den anderen ist. Auf 20 Millionen Level. Ja, also Marvel hat ja wirklich genug Charaktere, um da sehr viel... So, muss... Jetzt kannst Hulk du vielleicht als... Was stand da? Kein Only Geh doch als, als Bruce Banner hoch. Dann oben in Hulk verwandeln und dann das Ding greifen. Ja. Also beruhig dich, calm your tits. Los, werd ruhig. Haha, Nerd. Ja, ich bin Bruce Banner, ich bin Biochemiker. So, jetzt werd wütend. Angry motherfucker. Oh, so angry. Und währenddessen im Hintergrund dieser übel spektakuläre... Lego Sandman. I don't care. Aber das ist wirklich krass. Ich meine, stell dir sowas mal am Anfang der Konsolengeneration vor. Ja, so ja. Diese ganzen Partikel und wow. Schon ziemlich cool. Dieser Halbsplitscreen macht mich ziemlich irre, weil wenn die Perspektive fast gleich ist auf beiden Bildschirmen, aber nur fast. Ja, es sah gerade auch so irgendwie aus, als würde der Turm ein bisschen schief gucken. Oh, Bruce Banner rettet den Tag. Spritz ihn voll. Wer sonst? Der Zahl mit Drum.
Yay! What a world! Meine einzige Schwäche! Oh, what a world! No! Wie konnte das nur passieren? Oh ja, yeah. Epic Bruce Banner Jump. Ja. Yeah. Das sieht wieder nach einem Job für Hulk aus, oder? Hey, I don't need this. I already have enough problems without getting sand in this costume. Oh, that classic Spidey wit. Was ist das? Achso, jetzt ist er einfach hinüber. Nee. Oder jetzt rinse and repeat. Rule of three. Oh, er hat es ja kaputt gemacht hier oben. Ja, jetzt kommt bestimmt was anderes. Ich kann da gar nicht hoch. Ja, hier ist noch was. Ah. Sieht smashig aus. Ja. Baust du mir mal zusammen? Damit Daniel, du hast nicht den epicsten Job in diesem Level, ehrlich gesagt. Aus dem Hulk-Sachen. Ich mach doch hier noch meinen Job. Wobei, ja doch. Ne. And now? Now this. Wir hatten nur diese eine Möglichkeit, dieses Zeug zusammenzubauen und es dann auf ihn zu werfen. Aber warum hat ihn das jetzt getroffen? Muss man schon mal irgendwas machen? Weiß nicht. Iron Man hat wirklich den beschissensten Job hier. Jetzt ist er doch schon nur noch so ein... Häuflein? Fitzelchen. Warum blinken Spidey so? Jetzt nicht mehr. Spidey Senses? Ja, das glaube ich nicht. Aber dieser Bosskampf ist schon cooler als viele andere Spiele, die letztes Jahr einfach rausgekommen sind. Komplett. Ja, ja. Hier ist noch was. Hier, das musst du bestimmt machen. Das war eben noch nicht da. Then do it now. Yes, I did it. Ja, do it now! Links ist auch noch so ein Ding, oder? Ja, für Spidey. Aber das ist für Spidey. Ich finde es schön, dass die farbkodiert sind. Nee. So. Was ist das jetzt? Was so, auch nur ein Schalter. Okay. Und jetzt in der Mitte. Achso. In der Mitte ist... Auch für Spidey. Ja. Ach, Manno. Jetzt erst gesehen. Ach, Manno. Zerspratzt. Nicht noch mehr Wasser. Kann er nicht einfach so ein Löschflugzeug über ihn fliegen? Nein. Das wäre nicht Superhelden-Stuff. Das stimmt allerdings. Oder kennst du einen Superheld, der Löscher heißt? Noch nicht. Oh, ich wittere ein Konzept, das wir pitchen müssen. Also die Origin-Story. Ich will jetzt sagen, aber Hulk sticht alle anderen Sachen Coolness bislang so ein bisschen aus. Yep. Kann man denen als echte Figur dann auch andere Frisuren aufsetzen oder Hüte? So ein Zylinder? Ich werde wiederkommen. Voll, Digga, wie sie ihn da versucht haben hinzukriegen. Make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Into the motherfucking lab for the motherfucking analysis. Hulk, can you help with this monkey fighting snakes? Clean. You're calling them cosmic bricks? They came from a sky surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want them. Okay, thanks for your help, Spider-Man. There's always a place in this operation for a hero like you. Like I have time for that. I've got a trigonometry exam tomorrow. My aunt needs me to pick up a dozen eggs, and I'm drowning in angst. So, who's behind all this? What exactly are they up to? And will it cut into my hot tub time? I don't know. I wish I knew. And yes, Tony, get back to Stark Tower and try to get me some answers. Like stop if die Bands aus irgendeinem Grund. Fantastisch. Oh, ich mag dieses Spiel. Das ist wirklich gut. Kriegt das Sowjetordnung. Das ist wirklich gut. Oh ja, es gibt ein paar Charaktere. So, ich gebe jetzt mal den Controller wirklich ab. Okay. You have to feel it to believe it. Nein, ja, toll, ich darf jetzt dafür nicht Hulk spielen. Naja, kommt aufs nächste Level an, ne? Aber vielleicht bin ich trotzdem hier. Oh, Roxengard Nummer 1. Yeah, so haben sie das gelöst. Aber vielleicht bin ich jemand anders cooles. Vielleicht bin ich Thor oder jemand von den X-Men oder sowas. Ja, Daniel, das sind Marvel-Charaktere. Guck mich nicht so an, als wüsste ich das nicht. Das wusste ich natürlich.
Aber ich frage mich, ob sich Traveler's Tales irgendwann mal sagt, wir machen mal was anderes. Also ja, rein mit den Lego-Spielen, nicht jetzt im Sinne von keine Lego-Spiele mehr. Naja, sie haben ja immer mal wieder versucht, mit den Lego-Spielen ein bisschen was anderes zu machen. Die Harry Potter-Spieler hatten RPG-Elemente, die Star Wars-Spieler hatten Strategie-Elemente. Ja. Sie versuchen schon ab und zu was, nur es gelingt halt auch nicht immer.